gemeinschaftlichen Behandlung der Punkte 28.1 und 28.2. Da geht es um den Krachtbrunnen. Es ist in dem einen ein Fraktionsantrag, Fraktion Die Linke. Deswegen wäre es möglich, Herr Scholbach, jetzt hier die Einbringung zu übernehmen. Und dann kommen wir zu den weiteren Redebeiträgen. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es geht nicht nur um den Krachtbrunnen, sondern um die Krachtbrunnen. Es sind ja bekanntlich zwei. Schon 1979, also vor mehr als 40 Jahren, hat der Künstler Friedrich Kracht auf dem Neustädter Markt die Krachtbrunnen geschaffen. Sie haben über viele Jahrzehnte hinweg jung und alt in unserer Stadt erfreut. Auch ich habe als kleiner Junge an diesen Brunnen gespielt. Und viele Leute, nee, Eierschecke gab es da nicht, Herr Löser, da kann ich Sie beruhigen, die gab es auf dem Fernsehturm. Meine Damen und Herren, viele Menschen sind aber nichtsdestotrotz sehr traurig angesichts dieses wirklich jämmerlichen Zustands der beiden Brunnen, den wir nun schon seit vielen, vielen, vielen Jahren erleben müssen. Der Stadtrat hat sich zwar im vergangenen Jahrzehnt schon mit diesem Thema einmal befasst, passiert ist aber nichts. Die Brunnen fristen weiterhin ein trauriges Dasein. Und ich möchte dazu einmal kurz aus einigen Stellungnahmen der Stadtverwaltung zitieren. Beide Krachtbrunnen befinden sich in einem schlechten bzw. maroden baulichen Zustand. Es ist davon auszugehen, dass der westliche Krachtbrunnen ähnliche Bauschäden wie der östliche Brunnen hat, denn beide sind vor ca. 40 Jahren zusammen errichtet worden. Beckenboden und Beckenrand befinden sich ebenfalls in desolatem Zustand. Und weiter führt die Stadtverwaltung aus, auf jeden Fall sind die Krachtbrunnen sanierungsbedürftig, auch und besonders, um das ursprüngliche Erscheinungsbild rechts und links vom Goldenen Reiter wiederherzustellen. Zitat Ende, meine Damen und Herren. Es ist ja nicht nur so, dass es traurig ist, dieser Zustand in den Augen vieler Dresdnerinnen und Dresdner. Es ist einfach auch ein Schandfleck, denn es kommen ja auch die Gäste unserer Stadt, die Touristinnen und Touristen dort lang. Und es ist ein Zustand, der wirklich nicht mehr tragbar ist. Und deshalb schlagen wir von der Fraktion Die Linke Ihnen vor, dass wir jetzt mal endlich Nägel mit Köpfen machen, beide Brunnen in Angriff nehmen und nicht nur die Brunnen. Es geht uns auch um das Umfeld. Es ist ja ein Ensemble. Es ist ja ein Gesamteindruck, dass wir also tatsächlich die entsprechenden Gehwegplatten in Ordnung bringen, dass wir die Sitzgelegenheiten für die Menschen in Ordnung bringen, dass wir die angelegten Hochbeete in Ordnung bringen und damit tatsächlich einen wichtigen Punkt im Zentrum unserer Stadt wieder zu mehr Schönheit verhelfen und dass wir vor allem dafür sorgen, dass beide Brunnen auch wieder in Betrieb kommen und dass beide Brunnen wieder zur Belebung unserer Stadt beitragen und zur Attraktivität unserer Stadt beitragen. Meine Damen und Herren, an den Finanzen kann es nicht scheitern. Wir haben Ihnen auch entsprechende Kostendeckungsvorschläge unterbreitet. Und ich denke, es wäre gut, wenn wir jetzt mal dazu kämen würden, hier tatsächlich diesen schlimmen Zustand dieser Brunnen zu beenden und hier Entscheidungen treffen, die die Sanierung beider Brunnen auf den Weg bringen. Dafür werbe ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, mir sind zwei Wortmeldungen signalisiert worden, Herr Löser und Herr Dries. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream, sehr geehrte Verwaltungsspitze, lieber Herr Scholbach, nun haben Sie das hier sehr groß aufgetragen. Und ich freue mich schon auf den Antrag, wo Sie sozusagen fordern, dass Sie mit dem Fernsehturm in der Gondel im Carola-Teich mit der Eierschecke im Krachtbrunnen segeln. Da freue ich mich drauf.
Jetzt bin ich aber wieder ernsthaft, weil Sie ja gerade zornig sind. Ich will Ihnen auch ein bisschen erklären, warum ich auch ein bisschen zornig bin. Weil Sie stellen sich hier hin und sagen, die Linke beantragt jetzt endlich mal, dass hier mal Schwung reinkommt. Aber hallo, wir haben gerade hier die Vorlage aus dem GB7 von Frau Jenigen, Sanierung Krachtbrunnen. Die beschließen wir eigentlich. Und es ist ja unbenommen, dass die Linke da noch einen Antrag stellt, der darüber hinausgeht. Das ist ja alles okay, das kann man auch sachlich diskutieren, werde ich auch gleich tun. Ich finde es nur immer nicht so gut, wenn man dann versucht, das sozusagen zu covern. Es haben hier viele mitgewirkt und am Ende wird der Fördermittelbescheid auch nächste Woche übergeben und dann kann die Sanierung des östlichen Krachtbrunns ja auch stattfinden. Wir haben gerade gesprochen, Scharnetzky sagte, Frau Scharnetzky, das ist mit dieser Vehemenz, wie wir uns für diesen Brunnen einsetzen, wünscht sie sich, dass wir uns auch manchmal für Schulen einsetzen oder andere Themen. Da hat sie vollkommen recht als Bildungspolitikerin. Aber der Brunnen ist trotzdem toll und das Ensemble ist trotzdem toll. Wir haben dort einen Wertewandel auch in unseren Anschauungen erlebt. Nach 89 war es doch so, dass man über diese Sachen eher hinweggeguckt hat, dass man sie eher abgerissen hat in großem Umfang. Mittlerweile, und es braucht manchmal diese Zeit, eben jetzt von 30 Jahren, dass man den Wert dieser Dinge auch erkennt. Und sie sind wertvoll. Und genau deswegen haben wir als Stadtrat ja auch den OB schon mehrfach beauftragt, dass wir dort jetzt loslegen. Die Vorlage ist da. Es kostet, und zwar sehr viel, 1,8 Millionen jetzt nur für den einen Brunnen, den wir jetzt hier sanieren wollen, den östlichen. Wir haben von Landesseite 500.000 Fördermittel da hinzufügen können. Der Stadthaushalt hat auch nochmal 500.000 eingelegt. Da ist immer noch eine Deckungslücke, die müssen wir jetzt im aktuellen Haushalt abbilden. Es ist wahnsinnig viel Geld. Ich habe mir das nicht vorstellen können, dass das so teuer ist. Wenn man dann liest, ja, dann ist es eben so, die Beckeneinfassung ist halt kaputt. Auch die Technik fehlt da komplett, zumindest beim östlichen Brunnen. Das macht es dann alles eben wirklich wahnsinnig teuer. Und wir müssen jetzt hinbekommen, dass wir diesen einen Brunnen sanieren. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und ich gebe Ihnen, Herrn Scholbach, vollkommen recht. Wir haben dort auch noch mehr Themen. Der andere Brunnen ist jetzt nicht so ruinös, wie Sie beschreiben, denn er ist ja in Betrieb. Er ist diesen Sommer auch gelaufen. Auch da kann man natürlich mehr machen. Man kann die Technik nochmal verbessern, sodass er da mehr Möglichkeiten hat. Aber erstmal läuft er. Die Umfeldgestaltung, da haben wir jetzt erlebt, die Unterschutzstellung durch das Landesamt für Denkmalpflege des gesamten Neustädter Marktes als Ensemble. Das finde ich ausgesprochen gut, weil es auch diese ganze Situation nochmal aufwertet. Wir haben aber auch beschlossen als Stadt, dass wir nochmal schauen, wie wir dieses ganze Umfeld gestalten. Und Herr Forker, das Landeskonservator, hat ja auch gesagt, das heißt jetzt nicht Stein gemeißelt, jeder Stein muss da bleiben, sondern wir wollen da auch gestalten. Wir müssen weiterbauen. Aber diese Platten, ja, das ist richtig, die müssten saniert werden. Soweit ich gehört habe, ist das im jetzigen Förderantrag nicht mit enthalten. Das heißt, dort müssen wir in irgendeiner Form nochmal hinterher. Die Sanierung der Grünanlagen im Umfeld, ja, da würde ich erstmal den Wettbewerb gern abwarten, was der dort sagt, wie man das gestaltet. Nun steht in dem Antrag der Linken dran, bis 31.08.22 ist hier Rapport zu leisten. Nun, das ist vorbei. Ist vorbei. 31.08.22 ist vorbei. Es steht auch drin, dass der östliche Krachtbrunnen also unverzüglich zu sanieren ist. Das macht die Vorlage, die gerade da ist. Wie gesagt, der westliche Krachtbrunnen, der ist sanierungsbedürftig. Das kann man schon so sehen. Die Deckungsmittel, die Sie jetzt angeführt haben, Kollege Scholbach, das ist einmal der Jahresabschluss 2021. Thorsten Hans, unser Finanzpolitiker, sagte gerade, es ist eigentlich im aktuellen Haushalt schon sozusagen verwurstet. Die andere Deckungsquelle ist Investitionsprogramm Klimaschutz, städtische Liegenschaften. Das kann ich jetzt nicht überblicken, wie viel Geld da drin ist. Die Fördermittel Denkmalschutz, Ihre dritte Deckungsquelle, das ist ja nun genau das Geld, was schon nicht ausreicht für den einen Brunnen. Also diese Deckungsquelle funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen über das Umfeld nochmal nachdenken. Wir müssen dann aber über wirklich ernsthafte Vorschläge für die Finanzierung reden. Wir werden den Antrag nicht ablehnen, obwohl wir ihn so eigentlich nicht seriös finden. Wir enthalten uns, weil wir das prinzipiell mittragen. Aber wenn wir das ernst meinen, dann müssen wir dort gemeinsam im Haushalt nochmal schauen und auch Deckungsmittel finden. Ich freue mich, dass es losgeht und wünsche dem Brunnen viel Erfolg. Als nächster Redner Herr Treves verzichtet, dann Herr Zastrow. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren,
Wir haben ja das Vergnügen, jetzt in jeder Stadtratssitzung mit den Scholbachschen Wahlkampfrestanten uns hier beschäftigen zu müssen. Alles das, was Sie im Wahlkampf irgendwie mal so dahin gesagt haben, legen Sie uns jetzt als Anträge vor. Wir können darüber reden, aber es sind ja alles Selbstverständlichkeiten. Ich saß mit Kollegen Löser ja nun schon selbst in dem Brunnen gemeinsam drin. Ja, ohne Wasser. Bekleidet, selbstverständlich. Ja, liebe Kollegen von Dissidenten, die Anzugsordnung bei uns stimmt ja immer perfekt. Wir waren da bekleidet in dem Brunnen. Da fühle ich mich natürlich herausgefordert, etwas dazu zu sagen, weil ja keineswegs die Linken hier die Ersten sind, die den Wert dieses Ensembles, nicht nur der Krachtbrunnen, sondern insgesamt erkannt haben. Und das ist so ein bisschen, das fällt mir auf, und gerade heute, schon beim letzten Mal beim Carolasee, Sie werden hier langsam zu den Trittbrettfahrern im Stadtrat. Die Innovationskraft für Neues erkenne ich gar nicht, vorhin die Blühwiesen. Ich habe nie zugestimmt, weil ich es nie ertrage, dass Dinge, die im Konsens vor gar nicht allzu langer Zeit entschieden worden sind und wo die Verwaltung sich auf den Weg gemacht hat, es auch umzusetzen, was traditionell leider, aber es ist nun mal so, immer ein bisschen dauert, dass das immer von Ihnen hier nochmal betont wird, dass es das, wenn es was Neues wäre und Sie hier irgendwie eine neue Idee hätten. Haben Sie nicht. Sondern wir alle haben genau über den Wert dieses Ensembles gesprochen und wir sind uns einig, dass diese Brunnen saniert werden sollen und wir sind uns auch einig in der Kritik an dem Gesamtaussehen der Fassaden des gesamten Umfelds. Das wollen wir besser machen und daraufhin haben wir einen Weg gemacht. Ich hoffe, dass diejenigen, die über den nächsten Haushalt hier in der Stadt dann am Ende zusammen verhandeln, noch die nötigen finanziellen Mittel auch dafür zur Verfügung stellen. Ansonsten will ich auch noch mal eine Lanze für das gesamte Gebiet Neustädter Markt und auch Hauptstraße brechen. Frau Krause lacht mich an. Ich erinnere mich, dass ich da noch was, wir wollten noch was Gemeinsames machen. Nicht den Brunnen, sondern wir wollten uns um die Beleuchtung kümmern, weil diese wunderbaren DDR-Lampen, der Herr Würz hat ja mal mit einer Initiative hier, ich muss sagen, damals war ich skeptisch, im Nachhinein bin ich ein bisschen neidisch, dass er es angefasst hat hier im Rathaus die alten Lampen wieder mit zum Teil der Sanierung zu machen. Auch das wäre eigentlich genau die richtige Sache für die Hauptstraße, denn das, was dort nach der Wende neu gemacht ist, diese langen Säulen, die alle mittlerweile eine andere Farbe haben, alle anders leuchten, kaum Leuchtkraft haben, im Endeffekt, wenn sie intakt sind und nicht auch nur blenden, die haben lange nicht die Qualität von dem, was es früher gegeben hat. Und das wäre vielleicht eine Aufgabe, dort ein Stück zurückzukommen. Und liebe Frau Krause, wir wollten über das Thema Archigraphie mal sprechen. Nämlich früher hatte die Hauptstraße eine durchaus durchdachte, in zwei Teilen übrigens auch, Beschriftung der einzelnen Läden. Und die war sehr hochwertig, die leider durch das, was wir jetzt dort haben, was sehr profan ist, verschwunden ist. Deswegen bitte ich darum, dass wir uns dieses Themas immer wieder annehmen. Übrigens auch, da sehe ich die SPD, glaube ich, auf meiner Seite, Herr Engel, was zum Beispiel die verschwundenen barocken Figuren betrifft. Ich mache da gerade eine Veranstaltung, das stört mich jedes Mal. Da stehen einfach 8 Sockel, Sandsteinsockel, ohne dass was drauf ist, schief und krumm in der Erde. Da hat die Stadtverwaltung irgendwann gesagt, die barocken Figuren könnten beschädigt sein. Wir bringen sie in Sicherheit, die stehen im Lapidarium. Aber was machen wir jetzt damit? Da könnte man Kunst im öffentlichen Raum machen. Irgendwas, was funktioniert. Da wäre ich sehr dafür, dass man das tut. Und ansonsten wäre ich schon mal sehr dankbar, wenn man sich einfach um die Pflege etwas mehr kümmern würde. Auf der Hauptstraße kennen wir das Problem mit den Krähen, die leider die ganzen schönen Sitzmöbel immer wieder verunstalten und sie damit nicht nutzbar machen. Da muss auch was in den Haushalt eingestellt werden, damit die regelmäßig gereinigt werden. Und was mir gerade vorgestern aufgefallen ist, leider ist auch wieder mal dieses wunderbare Relief, nicht nur das unten an der Augustusbrücke, sondern leider auch da werden Sie wahrscheinlich eine Träne im Augen haben, aber da steht ja noch, dass ja die Kreise der Bezirke, des Bezirkes Dresden an der im Wiederaufbau oder dem Aufbau der Straße der Befreiung mitgewirkt haben. Das sind so tolle Reliefe, auch das ist leider wieder beschmiert. Also ich wünschte mir, dass man mehr das schätzt, was nämlich diese Straße ist, nämlich eigentlich Dresdens schönster Fußgängerboulevard, der leider allerdings immer mehr zu einer Radrennstrecke vollkommt. Und du als Fußgänger Mühe hast, von einer Seite auf die andere zu kommen, aber darüber reden wir demnächst. Danke. So, als nächste Wortmeldung Herr Scholbach.
Also meine Damen und Herren, ich muss mich ja schon sehr wundern, wenn sich dieser Stadtrat so einig ist, wie es meine beiden Vorredner hier behauptet haben, warum sind denn dann diese beiden Brunnen jetzt seit dem Hochwasser 2002 in diesem jämmerlichen Zustand? Warum ist das denn so? Wenn sich alle so einig wären, dass dort etwas geschehen muss, dann wäre doch längst etwas geschehen, ist es aber nicht. Und deshalb dieser Antrag. Und nebenbei bemerkt, Herr Kollege Löser, Sie haben ja heute hier den Beckmesser gegeben. Ich verweise mal darauf, wir haben einen Antrag gestellt, nachdem wirklich 2 Jahrzehnte lang eben nichts geschehen ist, rein gar nichts geschehen ist bei diesen Brunnen. Da haben wir diesen Antrag gestellt. Und es ist gut, dass wir die Diskussion jetzt mal vorangebracht haben. Und daraufhin, am Abend werden die Faulen fleißig, kam dann die Stadtspitze und brachte dann mal eine Vorlage. Aber diese Vorlage betrachtet mitnichten den kompletten Neustädter Markt mit beiden Brunnen. Die Vorlage betrachtet mitnichten die Hochbeete, die Platten, die Sitzgelegenheiten, die in einem jämmerlichen Zustand sind, sondern symbolisch hat man den einen Brunnen und nur diesen, den östlichen, herausgegriffen. Mehr ist es nie. So, und da sagen wir, das reicht uns nicht aus. Wir haben dann anderen Anspruch als Linke. Wir sagen, beide Brunnen sehen furchtbar aus. Beide Brunnen sind praktisch kaum noch im Einsatz. Der eine, der geht noch so ein bisschen, der andere gar nicht mehr. Und deshalb sagen wir, lasst uns jetzt endlich mal hier einen Beschluss fassen und die Verwaltung, die offenbar jahrelang es nicht gebacken bekommen hat, beauftragen und mit Geld ausstatten, damit es dann endlich losgeht. Das ist unsere klare politische Haltung. Dafür streiten wir hier. Und dazu können Sie sich heute politisch verhalten im Abstimmungsverhalten. Und dann können die Dresdnerinnen und Dresdner sehen, wie sie wirklich dazu stehen. Das ist der Punkt. So, damit haben wir hochemotional erstmal die Rednerliste geschlossen und würden einsteigen in die Abstimmung. Wir haben zunächst im Tagesordnungspunkt 28.1 die Vorlage der Verwaltung und den federführenden einstimmigen Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, eine Enthaltung und damit so beschlossen. Wir kommen zum 28.2, dem Antrag der Linken. Wer diesem folgen möchte in der Empfehlung des federführenden Ausschussberichtes, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Neunundzwanzig Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen, 22 Enthaltungen, damit auch so angenommen.